Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Aniara, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Häuser oder Lebensbereiche. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und das ist ein Lagna oder Aszendent. Und das heißt, das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben. Du bist ein Kind davon. Und diese Energie beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten. So bist du auch wahrgenommen. Und das begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Also dein Lagna oder Aszendent ist Waage. Natürlich vertrittst du die Gerechtigkeit. Und das ist für dich auch sehr wichtig. Dann brauchst du immer wieder die inneren Gleichgewicht. Du neigst aber dazu, etwas vergleichen oder ausgleichen und das entschwert manchmal die Entscheidungen, weil man verliert Zeit damit. Waage gehört zum Luftelement und diese Leichtigkeit brauchst du auch im Leben. Das heißt, wenn alles zu viel ist, und du bekommst das Gefühl, du verlierst den Atem, dann sollst du immer wieder von etwas befreien oder verabschieden, damit du endlich aufatmen kannst, weil du brauchst dieses Luftelement. Und das bedeutet auch ein gewisser Freiraum. Waage liebt das Schöne. Und hier bei Aszendent, wo auch dein Aussehen beeinflusst, würde ich sagen, behaupten sogar, dass du eine schöne, gepflegte Frau bist und so bist du auch wahrgenommen. Und du hast auch dieses Gefühl nach Schönheit, Kreativität, Ästhetik, Harmonie. Das ist alles Venus-Energie, weil Venus herrscht über Waage. Der zweite Lebensbereich ist die Werte und das heißt, alles, was für dich wertvoll ist, das sollst du auch in Besitz nehmen. Und das sind nicht nur die materiellen Dinge, sondern geistigen Reichtum oder wertvolle Freundschaften oder liebe Partnerschaft. Das sind auch wertvolle Dinge und darum auch kümmern, das befestigen. In diesem Lebensbereich gehört auch die Selbstwertgefühl. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient. Es gibt solchen Muster, solchen Glaubenssätze. Es gibt sogar Menschen, die sprechen das auch aus. Das heißt, die sind nicht in dieser Energie, die werten. Und das steht mit Finanzen auch in Verbindung. Sie haben immer weniger Geld. Stattdessen sollst du deinen Gedanken ändern und sagen, ich bin es wert. Ich habe das verdient. Ich habe das alles im Besitz. Jetzt schon, also nicht in Zukunft. Denken. Außerdem auf die Gefühle achten. Schuldgefühl erzeugt Schulden. Verlustangst. Führt dazu, dass man etwas verliert, manchmal auch das Geld. Und Geld tatsächlich gehört auch in diesem Lebensbereich, ich wollte nur sagen, die Zusammenhänge.
Hier hast du Skorpion. Skorpion gehört zum Wasserelement. Und bei Wasserelement handelt es sich um unsere Gefühle. Wasser steht zum Gefühlen. Und wenn du versuchst, deine Finanzen zu verbessern, achte unbedingt auf deinen Gefühlen. Wassermann zeigt, wie die Kundalini-Energie funktioniert. Das ist Schlangenenergie, das haben wir sogar in unserem Körper. Und das sind zwei Richtungen, ich könnte sagen, das sind zwei Schlangen. Die eine Schlangenenergie zieht alles nach unten, die andere Schlangenenergie befreit davon und die Energie steigt nach oben wie Phönix aus der Asche. Und wie kannst du das vorstellen? Es sind zwei Systeme. Die eine System sind die negativen Gefühle, das ist die eine Schlangenenergie. Die anderen System sind die positiven Gefühle, das ist die andere Schlangenenergie. Die eine mit den anderen hat überhaupt nichts zu tun. Nur wir Menschen kennen beide Seiten und wir neigen dazu, das zu vermischen. Und hier bei Skorpion lernen wir von negativen Gefühlen verabschieden, weil das blockiert. Und übergehen auf die anderen Systeme und das sind die positiven Gefühle. Negative Gefühle sind Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid, Hass, all diese Gefühlszustände gehören zu diesem System, zum negativen Gefühlen und es blockiert, Neid, Hass, zerstört sogar alles. Aber die Wirklichkeit ist so, dass wir Menschen kennen Angst oder mal Zweifel oder Wut, manchmal sogar Eifersucht. Wir kennen diese Gefühle. Wir bewegen uns auch in eine Art Grauzone. Trotzdem ist es wichtig, von diesen Gefühlen verabschieden, weil in dem Moment, wenn wir Angst zulassen, öffnen wir Pandoras Büchse. Ein trojanisches Pferd kann jederzeit kommen. Also das dient auch als Schutz. Aber zurück zum Finanzen. Achte immer auf deine Gefühle. Wenn du Schuldgefühle hast, wegen etwas, du bist doch gar nicht schuldig dafür. Jeder macht Fehler. Und von Fehlern lernen wir auch. Und nächstes Mal machen wir das besser. Niemand ist fehlerfrei. Braucht man überhaupt kein Schuldgefühl für etwas. Und achte immer drauf, was das auslösen kann. Schulden irgendwann mal. Weil in diese Richtung bewegt sich die Energie. Oder Verlustangst. Es ist nicht nur die liebe Partnerschaft, sondern wenn das da ist, was wir oft wirklich in die Partnerschaft erleben, Angst zu haben, dass der andere von uns trennt oder solchen Gefühlen kommen, das überträgt sich auch auf die Finanzen. Also immer auf den Gefühlen achten. Sei begeistert von Wohlstand. Fang an, das Geld zum Lieben. Und auch die Möglichkeiten sehen, was alles damit bewirken kannst. Viel mehr Möglichkeiten hast, dein Leben kreativ, schöpferisch gestalten. Und dann bist du in den richtigen Gefühlszustand und dann lass los, lass es einfach geschehen. Das Geld kommt im Fluss. Die dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie hast du das erlebt? Hat das Spaß gemacht? Hast du das schnell verstanden, was dir erklärt haben? Oder hast du Wissen gehabt, aber das wurde gar nicht wahrgenommen? Wie war die Verbindung zum Geschwister und anderen Kindern? Haben sie dich akzeptiert oder auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen bleiben. Und diese Erinnerungen begleiten uns wie rote Faden in unserem Leben. Wenn wir damals das nicht gelernt haben, uns durchsetzen. Das Leben spiegelt das später und lernen wir die große Schule des Lebens.
Und dann kommen diese Prüfungen. Also das auf jeden Fall mal ein wichtiger Bereich. Außerdem Schulungen, Informationen, ein Austausch von Informationen und Medien gehört auch zu diesem Lebensbereich und auch die Kontakte zum Verwandten, Geschwister. Hier hast du Schütze. Schütze gehört zum Feuerelement. Und Feuerelement ist immer eine gewisse Begeisterung. Und schnell auch. Man kann ein Feuerelement, auch die Schützen, auch die Widder, auch die Löwen, schnell von etwas begeistern. Weil man entsteht hier dieses Gefühl, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und auch dieser Drang, auch was tun, was machen, das Feuer ist beweglich, Schütze sowieso. Und dann setzt man das in Bewegung. So weit, so gut. Aber Jupiter herrscht hier. Jupiter hat eine gute Seite, eine schöne Seite als Glücksplanet und schenkt Optimismus, Glück, Chancen, Möglichkeiten. Aber Jupiter neigt dazu, etwas übertreiben oder vermehren, vergrößern. Und dadurch entsteht immer wieder mal das Gefühl, ja, das begeistert mich, das ist gut und recht, aber da muss doch noch was anderes da sein, noch was Besseres. Und das führt dazu, dass man nicht auf die Wesentlichen konzentriert, sondern denkt, da muss was anderes auch noch da sein und dadurch verliert man die Orientierung. Aber die Schütze bietet die Lösung an und das zeigt diese Kentaur mit diesem Pfeil, weil das zeigt in eine Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße und spirituell heißt es, hier sind unsere Wünsche. Wenn du begeistert bist von etwas und das entspricht dein Wunsch, dann bleib dabei. Dann weißt du, okay, die Richtung stimmt. Dann mache ich das weiter so. Und dann bleib konzentriert auf den Wesentlichen und dann erreichst du das auch. Und setzt du das als Ziel. Und die nächste Tierkreiszeichen, Steinbock, zeigt das auch. Das ist schon mal Erdeelement. Steinbock gehört zum Erdeelement und das zeigt auch die Taten, die Realität. Und das folgt auch hier im vierten Lebensbereich Steinbock. Und das ist die Stärke der Steinbock. Und das bedeutet Ziele setzen, das nicht aufgeben, nicht aus den Augen verlieren. Und egal wie schwierig erscheint erstmal das Weg, weitermachen, weil wir davon überzeugt sind, das führt zum Ziel. Und wir brauchen Ziele in unserem Leben. Diese Steinbock-Energie hast du hier im vierten Lebensbereich. Die vierten Lebensbereich zeigt den tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich das mit diesem runden Format betrachte. Und ich vergleiche das mit einem Baum und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir verwurzelt, verankert, hier sind unserem Ahnen, unseren Traditionen, unserem Herkunft, unserem Zuhause. Und genau das gibt uns Halt im Leben. Und dieser Lebensbereich, dieser vierte Lebensbereich gehört allen Themen, was mit Immobilien oder Inneneinrichtung auch was zu tun hat. Also kann auch einen beruflichen Weg auch zeigen. Und hier hast du Steinbock. Steinbock ist streng, besonders in jungen Jahren, in ersten Lebenshälfte. Steinbock vertritt das Traditionelle. Und das, was prägt in dein Elternhaus, ein strenges Elternhaus, alles traditionell. Steinbock möchte das Altbewahrtes behüten. Und liebt auch das Alte. Und wenn das um Häuser geht und um Inneneinrichtung geht, dann könnte ich für dich eher so etwas vorstellen, wie eine alte Villa mit Antiquitäten eingerichtet. Das passt
für dich sehr gut, also besser als eine modern eingerichtete Wohnung. Und im zweiten Lebenshälfte unterstützt dich Steinbock sehr gut, weil dann bis dahin lernst du auch, deine Ziele zu erreichen. Dass das stabilisiert sich. Erdeelement, das ist Taten, das ist Realität. Und das gibt dir die Halt im Leben, wenn du weißt, ja, alle deine Ziele kannst du erreichen. Natürlich muss das realistisch sein, aber das gibt diesen Erfolg. Und wenn du das verspürst, dann hast du auch das Gefühl, kann nichts schief gehen, kann nichts passieren. Das gibt mir immer die Halt, die Selbstsicherheit. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Natürlich auch unserem Kinder, später unserem Enkelkinder. Aber bedeutet dieser fünften Lebensbereich auch unserem Kindheit, die Erinnerungen und das innere Kind. Und wir sollen um das unserem inneren Kind auch kümmern. Immer wieder uns selbst loben, weil das stärkt uns innerlich. Immer wieder zu uns selbst mal sagen, oh, das hast du so toll gemacht, ich bin irgendwie ganz stolz auf dich. Und diese Sätze, diese Affirmationen geben uns auch Stärke. Was bedeutet noch dieser fünften Lebensbereich? Die Kinder zeigen uns etwas, das Spielerische. Und wenn wir viele Dinge im Leben spielerisch betrachten, das gibt uns auch eine gewisse Leichtigkeit, auch Lebensfreude. Wir müssen nicht immer alles zu eng oder zu streng betrachten oder immer um Probleme kümmern, sondern davon befreien und kreativ zu sein, das Leben kreativ gestalten. Das ist unsere Lebensbühne. Das kannst du vergleichen mit einem Theater. Das ist deine Bühne. Dein Leben ist dein Theater, deine Bühne. Und du wählst das auch aus. Wo spielt sich das ab? Wie möchtest du das einrichten, dekorieren? Mit welchem Schauspieler spielst du diese Rollen? Welche Kostüme trägst du? Welche Kostüme sollen anderen tragen? Oder wie schreibst du die Drehbuch, wie führst du die Regie? Und vor allem bewusst zu sein, du spielst hier die Hauptrolle, das ist dein Theater, das ist dein Leben. Also gestalte schöpferisch, was auch hilft, immer dort zu sein, wo unsere Füße steht. Und das ist immer die Gegenwart. Die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Wenn wir nachdenken an die Vergangenheit, das sind nur Gedanken, niemals die Gegenwart. Aber oft sind das mit Gefühlen verbunden. Die schönen Gefühle, die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren. Alles andere brauchen wir nicht allzu viel nachdenken. Und Zukunft ist auch noch nicht da. Natürlich brauchen wir Ziele, wir brauchen einen Plan, wir brauchen Orientierung. Aber entspricht nicht die Gegenwart. Und wenn wir in die Lage sind, unseren Tag schöpferisch gestalten und verspüren mal eine gewisse Lebensfreude und wir sind in die Lage, jeden Tag mal 10 Minuten lachen, dann haben wir das geschafft, weil von einem Tag wird eine Woche. Von einer Woche wird ein Monat, von den Monaten wird ein Jahr und von Jahren ergibt es das Leben. Und es ist so schnell vorbei und irgendwann denken wir zurück. Und wenn wir dann bei diesem Rückblick kommen, solche Gedanken, boah, ich habe doch gar nicht gelebt. Das ist bitter, das ist hart. Und das zu vermeiden, jetzt anfangen zum Leben und Wassermann zeigt dir, wie machst du das, wie gestaltest du das. Wassermann gehört zum Luftelement, also Leichtigkeit, Freiraum, Atem. Wassermann steht in Verbindung zum Adler. Und Adler ist die Weitblick. Einen ganz anderen
Blickwinkel. Und das hat die Wassermann. Du kannst es auch so vorstellen. Schütze orientiert sich. Steinbock hat schon klare Ziele und verfolgt es und klettert bis zum Spitze des Berges. Und die Wassermann sagt, für was sollte ich mich anstrengen? Ich bin schon oben. Wenn du das verstanden hast, dann hast hier die Lebensfreude. Und dann hast du auch diese Leichtigkeit. Außerdem, Wassermann fühlt sich einzigartig, außergewöhnlich. Natürlich bedeutet auch, dass deine Kinder einzigartig und außergewöhnlich sind. Aber du, wenn du dein inneres Kind entdeckt hast, deine schöpferische Energie entdeckst, das bist du aber auch. Die sechsten Lebensbereich ist der Alltag, die Pflichten, auch die Arbeit und auch Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du die Fische. Die Tierkreiszeichen Fische gehört zum Wasserelement. Und alle Wasserelement, auch die Tierkreiszeichen Fische, hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Diese Fische, weil das sind zwei Fische, zwei, die beiden schwimmen im Wasser. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung, achte drauf, es sind Gefühle, also die Ozean, die Gefühle. Und diese Richtung, dieser Fisch hat ständig Angst, zweifelt an allem, zweifelt sogar an sich selbst. Und irgendwann hat dann selbst Mitleid. Und dann erzählt das anderen, also jammert. Und die anderen zeigen Aufmerksamkeit, haben auch Mitleid. Alle leiden mit. Und dann bekommt man Streicheleinheiten. Oh, du Arme. Ja, ich kann so nachfühlen. Und in dem Moment fühlt sich das gut an. Man bekommt Aufmerksamkeit, man bekommt Verständnis, ein bisschen Mitgefühl, Streicheleinheiten. Und es gibt Fischengeborenen, die neigen sogar dazu, das befestigen. Aber eins merken sie nicht, dass das blockiert. Und es geht nichts voran. Finanziell nicht, beruflich nicht, familiär nicht, Liebe, Partnerschaft sowieso nicht, läuft gar nichts. Und die Probleme werden immer größer und größer. Die Angst vergrößert sich natürlich dann auch. Und das zieht alles nach unten. So wie hier ich erzählt habe bei Skorpion. Das sind die negativen Gefühle. Angst, Schuldgefühl. Und das blockiert. Und wenn da kein Ausweg da ist, natürlich kann das hier im sechsten Lebensbereich, wo um Gesundheit auch geht, die Flucht in Krankheit sein. Oh, ich bin immer krank, ich kann nicht mehr. Also man entschuldigt sich dafür. Oder kann sogar dazu führen, dass man depressiv wird oder neigt zum Alkohol oder Drogen. Man betäubt das. Und dann kann ich nur eins sagen, das ist in unserem Leben Endstation. Da geht es nichts mehr weiter. Und da muss mal jemand richtig wach schütteln und sagen, wach endlich auf. Entdecke die Schönheit, die Fischen. Da gibt es nochmal einen Fisch. Ja, tatsächlich ist das so. Die zweite Fisch schwimmt in anderen Richtung und schwimmt im Glück und schwimmt im Geld. Statistisch gesehen, die meisten Bankier sind in Tierkreiszeichen Fischen geboren und sie schwimmen tatsächlich im Geld.
Und die wissen ganz genau, das Geld fließt auf die zu. Warum ist das so? Weil sie haben eine Vision. Und genau da ist hier das Glück und Reichtum in Fischen verborgen. Sie haben eine Vision. Und sie glauben das. Und sie sind davon überzeugt, auch dass das so kommt. Sie haben noch nie gezweifelt daran. Noch nie. Und sie schwimmen tatsächlich im Geld. Aber es ist nicht nur mit Geld so, sondern auch Glück in die Liebe oder die Berufung, Liebe. Mit allem ist das so. Und das zeigt die Fischen. Das heißt, vor allem brauchen wir ein Bild, eine Vorstellung, eine Vision. Natürlich muss das realistisch sein. Aber die Möglichkeiten, die Fantasie ist grenzenlos. Also wir brauchen ein Bild davon. Bei Finanzen auch konkreten Zahlen, bei Berufung auch in eine Richtung, eine konkrete Richtung, mit allem, also beschreiben auch. Bildhaft, bildhaft. Und wenn man daran glaubt, Glaube versetzt Bergen. Und wenn man loslassen kann, dann vertraut man das. Vertraut man das Fluss des Lebens. Und dann können wir unserem Schöpfer gegenüber auch dieses Vertrauen auch entgegenbringen, wenn wir wissen, dass wir unserem Leben vertrauen können, von vielen Dingen vertrauen können. Weil das ist Schöpfung, das ist die Brunnen, das ist die Quelle eigentlich. Und in dem Moment sind wir auch intuitiv. Und das ist das ganze Geheimnis. Und wenn du deinen Alltag verbessern möchtest oder deine berufliche Situation verbessern möchtest oder deinen Gesundheitszustand, dann lebt diese Vision, diese Vorstellung. Und dazu hilft eine Übung sehr gut, täglich 5 Minuten Zeit nehmen. Zur Ruhe kommen, die Augen schließen und vorstellen den idealen Zustand. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder. In dem Moment, wo wir Energie darauf lenken, manifestiert sich alles. Jetzt zurück zum Aszendent Waage. Und das bedeutet, in diesem Moment, wo du geboren bist, die Tierkreiszeichen Waage ist in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und im selben Moment ist die wieder nach unten bewegt wie ein Sonnenuntergang in Westhorizont. Aber in dem Moment noch, wo du deinen ersten Atemzug geholt hast, die Geburtsmoment waren sie noch hier im Gleichgewicht, was auch die Waage zeigt, im Gleichgewicht. Und in dem Moment schauen wir in diese Richtung, in Westhorizont, und da ist ein Spiegel. Und dieser Spiegel sehen wir etwas. Das ist unserem Seelenpartner. Und die Kinder haben noch diese Erinnerungen bis etwa 3. Lebensjahr. Und dann ist das alles im Unbewussten, aber unsere Seele kennt das auch. Für unsere Seele ist das nicht fremd. Und so ist die Sonnenuntergang und das ist die Sonnenaufgang. Die untere Teil des Horoskops ist das Unbewusste, das obere Teil dann das Bewusste. Und hier hast du die wieder. Und die Widderenergie öffnet den Tor zur Partnerschaft. Und worauf solltest du bei Widder achten? Das ist das goldene Fell der Widder. Und das symbolisiert unsere Ausstrahlung. Und woher kommt diese Ausstrahlung? Von unserem Inneren. Und das besteht aus unserem Denken und unserem Fühlen. Und es ändert sich je nach unserer Stimmung oder Gedanken. Und wenn du positiv denkst, angstfrei lebst,
dann ändert sich sofort dieser Energiefeld. Das dehnt sich aus, das strahlt was wie die Sonne, Gold. Sonne steht mit Gold in Verbindung, das ist das goldene Feld der Widder. Davon erzählt auch die mythologische Geschichte. Und das ist nichts anderes als unserem Energiefeld. Und dieses Energiefeld oder Aura nennt man das auch, hat eine wichtige Funktion. Das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein kosmisches Gesetz, einer der wichtigsten hermetischen Gesetze. Gleiche zieht Gleiche an. Achte immer auf deine Einstellung. Also du sollst vorstellen, der ideale Zustand, und dann auch positiv darüber denken und angstfrei. Angstfrei verbessert sich die Energiefeld und genau das öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Im achten Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das auch mit Todesfall oder erbschaftlichen Situation auch was zu tun. Aber das ist gar nicht das, was hier betont wird, vielmehr das Leben zum Erhalten. Und damit das Leben erhalten bleiben kann, brauchen wir auch Geld, Sicherheit, Stabilität, also diese Thematik gehört auch hierher. Dann die Sexualität braucht man auch, das Leben zum Erhalten. Natürlich gibt es anderen Sinn daran, aber dadurch bleibt das Leben auch erhalten, also so sind auch die Zusammenhänge zum Erkennen und das Loslassen. Und das kann ich beispielhaft so erklären. Wenn wir geboren sind, kommen wir nicht mit leeren Händen. Wir haben was im Hand, das sind unsere Erinnerungen, all das, was wir schon erlebt haben in früheren Leben, das, was die Seele erinnert. Ich vergleiche das mit einem Rucksack. Stell dir das mal so bildhaft vor. Du bist geboren und hast diesen Rucksack dabei. Und in diesem Rucksack sind alle Erinnerungen drin. Und dann startest dein Leben. Dann bist du 7 Jahre alt oder 14 oder auch später, kommen immer Neuigkeiten dazu. Neue Begegnungen, neue Lebenserfahrungen, anderen Gefühlen und dieser Rucksack füllt sich. Und irgendwann ist es voll. Wenn das dich bedrückt, dann hast du einen schweren Lebensweg. Und hier im achten Lebensbereich lernen wir aufräumen. Hier herrscht Pluto und Pluto sagt was Wichtiges, alles oder nichts. Und loslassen. Nicht alles loslassen, das wäre auch verkehrt. Viele Dinge im Leben sollen wir bewahren, behüten, schätzen und ehren, das auch pflegen, weil das wichtig sind. Aber all das, was wir nicht brauchen, das sollen wir aufräumen. Und hier bei achten Lebensbereich lernen wir in diesem Rucksack aufräumen. Mal ein Wochenende Zeit nehmen. Auch mal aufschreiben, welche Gewohnheiten möchte ich bewahren, weil das ist gut für mich. Und welchen Gewohnheiten soll ich lieber verabschieden? Oder welchen Gedankenmuster, Glaubenssätze habe ich, was mich unterstützt und hilft, das bewahren? Und welchen Glaubenssätze, zum Beispiel solche Gedanken, ich bin es nicht wert, also von diesem Gedanken sofort verabschieden. Oder überlegen, welche Freundschaften, Kontakte möchte ich bewahren, behüten und pflegen? Und welche Kontakte ist besser verabschieden, weil das eben Zeit raubt oder Kraft oder fühlen wir uns ausgenutzt, wie auch immer. Tut nicht gut, verabschieden.
Und auch Gegenstände, auch mal im Schrank aufräumen. Dieses Kleid, was wir in den letzten 5 Jahren nicht angezogen haben, werden wir in den kommenden 20 Jahren auch nicht anziehen. Also dann, warum hängt es da? Davon auch verabschieden oder Gegenstände. Da auch aufräumen. Und dann kommen die Gefühle. Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diese Gefühle verabschieden und immer in positiven Gefühlen bleiben. Und das ist wie ein Großputz, wie eine Großreinigung. Aber wir haben 2 große Vorteile. Unserem Lebensweg ist viel leichter. Das ist das eine. Die zweite ist, wir haben mehr Platz in diesem Rucksack. Und das ist dieser Erneuerungsprozess, was hier uns belehrt wird in diesem 8. Lebensbereich. Und hier hast du Stier. Wenn das um Finanzen geht, und hier handelt es sich auch um Geld, Erbschaften zum Beispiel, oder das Geld vom Partner, oder Investitionen, Ämtern, was mit Finanzen zu tun hat, dann hast du einen riesen Vorteil mit diesem Stierenergie. Aber wenn das um Loslassen geht, dann ist das schwierig, weil Stier neigt dazu, alles bewahren, festhalten. Aber überlegen, brauchst du oder brauchst du nicht. Da mal Zeit zu nehmen, auf jeden Fall ist gut. Und dann nimmst was anderes im Besitz, was für dich wertvoll ist. Tausch das einfach mal aus. 9. Lebensbereich sind die Reisen. Natürlich gehört dazu Urlaub, Ausland, Auslandskontakte, Besuch von Ausland. Hier im 9. Lebensbereich sind auch die Bildung, die höheren Bildung. Und gehört dazu auch die inneren Reise wie Spiritualität oder Glauben, Religionsrichtungen, aber auch Glaubenssätze. Woran glaubst du? Glaubst du an dir selbst? Und das sollen wir auch mal nachdenklich sein. Hier hast du die Zwillinge. Welchen spirituellen Weg bezeigt die Zwillinge? Natürlich die Liebe zu reisen, ganz klar. Der Zwilling ist beweglich und das zeigt Interesse, auch viele Dinge erkennen oder kennenlernen, auch im Ausland. Also das ist sehr beweglich und das zeigt schon die Liebe zum Reisen. Aber wenn das um spirituellen Reisen geht, dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Es gab eine wunderschöne Königin Leda und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und sie wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde von ihm auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und wo dann Castor sterben musste, ging Pollux zu seinem Vater und hat gesagt, ja, Castor muss sterben, ich möchte auch, bis jetzt waren wir auch immer zusammen, ich kann den nicht alleine lassen, ich will auch nicht alleine sein und ich möchte auch sterben. Und Zeus hat gesagt, nein, 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 ihr müsst nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt und beide hat unsterblich gemacht. Und das erzählt uns etwas. Wir Menschen haben eine Seele und unsere Seele wohnt in unserem Inneren. Und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, also unsterblich, weil das göttlich ist. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele die Materie, verlässt die Körper, verlässt unseren Planet Erde und kehrt zum Gott zurück.
Die Seele hat aber die Erinnerungen und auch die Gefühle. Und die Seele schaut das Leben nochmal an. Von Geburt bis zum Lebensende. Und das spielt sich ab wie ein Film. Und ich kann das sinngemäß so vorstellen, das Ende dieses Filmes fragt dann Gott, jetzt hast du dein Leben angeschaut. Und wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wenn die Seele sagt, ja, mir geht's so gut, also das war so toll auf die Erde. Und ja, wirklich das verwirklicht, was ich immer wollte. Ich habe meine Vorstellung gelebt. Und ich habe auch die Liebe gelebt. Es war einfach super und ich fühle mich so befreit. Dann kannst du sicher sein, dass die Seele hat von Karma befreit. Wenn die Seele sagt aber, ich habe das jetzt nochmal angeschaut und jetzt muss ich feststellen, ich habe doch eigentlich gar nicht gelebt. Ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Ich glaube, dass andere machen das besser, aber ich möchte das nochmal. Und der liebe Gott sagt dann, ja na gut, dann geh zurück und mach besser. Und die Seele macht die Seelenreise, ist in diesem Rad drin, das nennt man Schicksalsrad, und wählt ein Schicksal auch aus und kommt zurück auf die Erde. Und die Seele hat genau diesen Lebensweg, auch die Elternhaus, ausgewählt, was braucht zum Lernen. Und ein Geburtshoroskop spiegelt das. Das ist das goldene Weg. Das ist dieser karmische Weg auch, weil das hat auch mit unserem Karma auch etwas zu tun. Und das symbolisieren die beiden Zwillinge. Pollux ist das Seelische, das Unsterbliche in uns. Und Castor ist dieser Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat. Und das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, hat aber auch ein Ende, das ist unserem Tod. Und die sind miteinander verbunden. Und wenn wir uns meditieren, dann haben wir den Bezug zu unserer Seele. Gleichzeitig haben wir die Verbindung zum Göttlichen. Und das ist schon unsere Intuition. Das ist wie eine Quelle. Und das ist auch ein sehr schönes und beruhigendes Gefühl. Und dann so können wir unser Leben schöpferisch gestalten. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Wenn ich das mit diesem Vergleich beschreibe, ein Baum, dann sind wir im Krone des Baumes. Und wann bekommen wir eine Krone? Wenn wir Respekt bekommen, wenn wir Anerkennung bekommen, wenn wir Ansehen bekommen. Und genau das zeigt hier die 10. Lebensbereich. Und außerdem, das ist der höchste Punkt. Also die Ziele, die höchsten Ziele, was man erreichen kann, also zeigt auch Zielerreichung. Und wie bekommen wir in Gesellschaft Ansehen und Anerkennung, wenn wir unsere Berufung leben, also das gehört auch dazu. Und hier hast du die Krebs. Die 10. Lebensbereich bedeutet auch Öffentlichkeit. Krebs braucht das nicht. Ich glaube, die Krebs stört das eher, weil die Krebs ist, natürlich die Krebs braucht auch Anerkennung, ganz klar. Aber ein Glanz, immer im Mittelpunkt zu sein, das braucht die Krebs gar nicht, sondern mehr der Rückzug. Und was die Krebs eher braucht, angekommen zu sein, dieses Gefühl zu haben, na endlich bin ich mal angekommen, da fühle ich wie zu Hause. Da fühle ich mich wohl. Und dieses Bedürfnis hast du auch beruflich. Natürlich kann ein Hinweis sein, ein Familienbetrieb oder Arbeit von zu Hause oder Arbeit im Hintergrund oder Immobilien, Inneneinrichtung, kann auch möglich sein. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen, außerdem die Freundschaften.
Und wir sollen mit unseren Wünschen auch Freundschaft schließen, ganz wichtig. Hier im 11. Lebensbereich sind auch Gruppen. Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie eine Partei oder Verein. Hier hast du die Löwe. Und das bedeutet, hier kommt die Glanz. Entweder fühlst du dich zum Freundschaften hingezogen, wo diese Menschen im Mittelpunkt sind oder Promis sind oder im Licht stehen und zeigen Glanz und können anderen beeindrucken. Also solche Freundschaften hast du auch. Natürlich ist es möglich, dass du gerne im Mittelpunkt bist, wenn das um Freundschaften handelt. Also im Freundeskreis. Im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens und alles, was im Geheimen ist. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert. Und hier sind auch karmische Themen, alles, was im Verborgenen ist, auch die Ursache an etwas, wie zum Beispiel die Ursache, die Erkrankungen. Oder wenn wir Fragen stellen, warum ist es so, was löst es aus, was ist die Ursache dieser Ereignisse? Hier hast du Jungfrau. Die Jungfrau hat diese Begabung, das Untersuchen, aber ganz systematisch, und Jungfrau achtet auf die Details. Das wäre für dich gut zum Forschungsarbeit. Und die Jungfrau hat auch mit Gesundheit was zu tun, ist auch Heilenergie. Also das wäre ein Bereich, untersuchen die Ursache, die Erkrankungen. Die Jungfrau ist auch sehr klug. Und hier in diesem Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde. Und mit diesem Jungfrau-Energie bringst du es auch in Ordnung, weil du erkennst es. Und du kannst Spreu von Weizen auch trennen. Manchmal können Menschen dich beeindrucken, aber wenn du zurückziehst und nachdenkst und kommt diese Nachdenklichkeit, dann erkennst du das auch. Wen kannst du vertrauen und wen kannst du nicht vertrauen? Sonne befindet sich in Zwillingen. Hier. Im 9. Lebensbereich. Das heißt, für dich ist Reisen, Ausland, Auslandskontakte sehr wichtig ist, aber auch Bildung, und bist auch sehr intelligent. Zwillinge steht schon zum Bildung, und die 9. Lebensbereich heißt höheren Bildung, und das zeigt auch deine Neugier zum Wissen. Und auch deine Intelligenz und auch die spirituelle Reise. Deine Selbstfindung, immerhin, Sonne symbolisiert unserem Selbst. Mond befindet sich im Stier. Mond symbolisiert unserem Gefühlen. Und hier im Stier ist sehr wichtig die Sicherheit, Stabilität, auch die Finanzen gibt dir ein gutes Gefühl, die finanzielle Stabilität. Außerdem die Ruhe, dein Gefühl verlangt danach, die Ruhe bewahren. Und hier hast du diese Transformation in diesem 8. Lebensbereich, dass das immer wieder Zeit brauchst, vielleicht sogar ein gewisser Rückzug, damit du zur Ruhe kommst. Daran liegt auch deine Kraft, und das entspricht deinen Gefühlen. Deine Gefühlen brauchen das, damit du das Leben genießen kannst, zur Ruhe kommst und auch diese Sicherheit, Stabilität verspürst, auch finanziell, aber auch dieses Wohlbefinden. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt und kann sich durchsetzen. Und diese Mars-Energie haben wir Frauen auch. Mars ist aber männlich, eine männliche Energie, und zeigt der Mann. Und im Geburtshoroskop bedeutet das der Partner. Und das hast du auch hier im Stier. Und das ist ein Hinweis,
dass dein Partner sorgt dafür, dass du in finanziellen Sicherheit, dass du finanzielle Sicherheit und Stabilität hast. Wenn das um deine Kraft geht, wenn das um deine Kraft handelt, du brauchst immer wieder den Rückzug, zur Ruhe kommen, weil dann verspürst auch diese Kraft. Im achten Lebensbereich handelt es sich auch um Sexualität und natürlich Mars Energie steht in Verbindung zum Liebe Partnerschaft, dass hier auch diese Thematik handelt, aber auch das Leben genießen oder diese Partnerschaft zu genießen, das ist alles Stier Energie. Merkur befindet sich in den Zwillingen. Das ist das Wissen. Merkur ist das praktische Wissen und zeigt nochmal deine Intelligenz und auch deine Fähigkeit zum Studium, zum Bildung, und das hört bei dir nie auf. Und Merkur fühlt sich auch sehr wohl in den Zwillingen, weil Merkur herrscht über die Zwillingen. Bedeutet aber auch Kontakte, Gespräche im Ausland, kann auch ein Hinweis sein auf Fremdsprachen, diese Begabung. Jupiter ist auch hier in den Zwillingen. Wiederbildung. Jupiter ist die höheren Oktaven von Merkur und zeigt die höheren Bildung, Weisheit. Bei Merkur ist das praktische Wissen, bei Jupiter ist das schon die Weisheit. Wiederbildung, also du bist hochintelligent und begabt zum Studieren. Das kann sogar sein, im Ausland studieren. Venus ist die weibliche Energie und zeigt dich als Frau. Aber nicht nur das, sondern zeigt auch Kreativität, Schönheitssinn, Ästhetik, und Venus ist auch die Planet der Liebe und das hast du hier im Widder. Venus fühlt sich nicht unbedingt wohl in Tierkreiszeichen Widder. Da ist zu viel Feuerelement und im Hintergrund noch diese Mars-Energie. Venus fühlt sich eher im Waage wohl, aber das zeigt hier im Widder für dich, wie du das erlebst, viel Leidenschaft, sehr viel Leidenschaft. Und auch Bewegung, besonders in jungen Jahren, könnte ich vorstellen, immer wieder mal verliebt zu sein, wobei dein Mond in Stier zeigt aber auch diese Ruhe, dass du doch nicht so stürmisch erlebst, dass in die Liebe Partnerschaft Mond im Stier bremst dich das ein bisschen und da kannst du ausgleichen und dein Aszendent Waage unterstützt dich dabei. Was aber wichtig ist hier wieder Venus, dass das im siebten Haus ist. Und die siebten Lebensbereich ist die Lebensbereich für die Partnerschaft. Und hier ist die Venus-Energie. Und das zeigt schon Glück in die Liebe-Partnerschaft. Aber achte auf diesem Tor, was ich erzählt habe, auf deine Ausstrahlung, auf dein Energiefeld, weil dadurch verbessert sich die Liebe-Partnerschaft. Saturn ist in Fischen. Saturn ist der Planet der Schicksal, hat auch einen großen Einfluss auf unserem Schicksal und belehrt uns. In der ersten Lebenshälfte kann streng sein. In der zweiten Lebenshälfte stabilisiert sich etwas. Saturn hilft dabei, etwas in Ordnung zu bringen. Das, was uns im Leben Halt gibt, Halt und Stabilität. Saturn ist hier in Fischen im sechsten Lebensbereich.
Hier handelt es sich auch um Gesundheit. Saturn ist astromedizinisch zu unseren Zähnen, unserem Knochen und unserem Haut zugeordnet. Zähne bedeutet durchbeißen im Leben. Das müssen wir auch lernen. Knochen bedeutet Halt zu bekommen im Leben. Immerhin, unserem Skelett gibt uns Halt, unserem Körper. Und Haut gehört auch zum Saturn-Prinzip. Und Haut bedeutet, Haut schützt uns von äußeren Einflüssen. Oder Haut grenzt uns auch ab. Haut bringt unseren Körper in Form. Und das sind die Grundprinzipien Saturn. Durchbeißen im Leben, Halt zu bekommen im Leben, mal Grenzen setzen, uns schützen und etwas in Form zu bringen. Und das lernst du im Alltag. Wenn das schwierig ist, dann kann es sein, dass dein Körper reagiert und dann genau die gesundheitlichen Themen kommen in Vorschein. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, immer wieder unerwartete Ereignisse. Das hast du hier im Löwe. Und das kann für dich bedeuten, dass im Freundeskreis ändert sich immer wieder was. Oder dass du außergewöhnliche Art und Weise Menschen kennenlernst. Oder dass du hast Bekanntschaften, Freundschaften mit ungewöhnlichen Menschen. Neptun lässt unseren Träume leben. Neptun ist hier im Waage. Und das heißt, deine Persönlichkeit leben, das in Ausdruck bringen oder deinen eigenen Weg gestalten, so wie du das vorstellst, nach deiner Vorstellung. Neptun ist hier rückläufig. Und das heißt, hier hast du Erinnerungen, hier hast du auch karmische Themen. Und es kann ein Hinweis sein, dass du dich aufgeopfert hast für anderen. Du hast nie deine Persönlichkeit gelebt oder nie deinen Lebensweg so gestaltet nach deiner Vorstellung. Kann auch ein Hinweis sein. Und das bremst dich ein bisschen, diese Rückläufigkeit von Neptun. Und wenn da auch Enttäuschungen waren in früheren Leben, dann ist man erstmal unsicher oder ist man misstrauisch an jemand. Aber wenn du entdeckst die Neptun-Energie, was Neptun hier dir zeigt, erstens die Kreativität, die Schönheit, die künstlerische Begabung und auch deine Vorstellung. Neptun ist diese Traumbilder, was ich hier bei Fischen erzählt habe, weil Neptun herrscht über die Fischen. So hängt das alles zusammen. Also du brauchst Vorstellungen in dein Leben, deinen Traum verwirklichen und dann nicht ablenken lassen und auch nicht aufopfern. Oder Waage neigt auch dazu, anderen Gefallen zu tun, sich beliebt zu machen. Und wenn andere davon profitieren und du wirst ausgenutzt, führt auch zu Enttäuschungen. Sondern deine Träume und deine Kreativität leben. Pluto zeigt die innere Kraft und Pluto hat ein Prinzip alles oder nichts. Und das lebst du hier im 11. Lebensbereich. Und wenn das um deine Wünsche geht, dann gilt dieses Prinzip. Nicht umsonst hast du Pluto hier, wenn du eine Vorstellung hast, weil du was erreichen möchtest, weil das dein Ziel ist. Pluto zeigt dir alles oder nicht, entweder das oder gar nichts. Gibt keine Zwischenlösung. Unserem Planet Erde bewegte sich in dein Geburtsmoment im Schütze. Und hier manifestiert sich etwas. Das kann Ausland sein oder Bildung oder wenn du bestehst die Prüfungen des Lebens und kannst du dich behaupten, also besser als in Kindheit gegen deine Geschwister oder anderen Kinder, damals Kinder, später sind das die Konkurrenzen. Dann manifestiert sich etwas im Leben. Was noch die Schütze zeigt,
Das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, wo unsere Wünsche sind. Wenn du das als Ziel hast, dann hast du die Orientierung und genau das manifestiert sich. Es gibt im Horoskop eine Drache. Diese Drache ist getrennt. Und wir kennen nur die einen Teil von dieser Drache. Und das ist der Drachenkörper oder Ketu oder die absteigende Mondknoten. In diesem Weg sind wir schon gegangen. Das zeigt unserem alten Karma, all das, was wir in früheren Leben schon erlebt haben. Und diese Ketu hast du in Skorpion. Und das hat mit dem zweiten Lebensbereich was zu tun, Finanzen. Das heißt für dich, Finanzen, Besitz war wichtig. Aber kann passieren mit Skorpion Energie, wo das alles mit unseren Gefühlen was zu tun hat und auch diese Transformation, dass hier in früheren Leben das Geld verloren gegangen ist. Und hier bei Skorpion Energie, und hier handelt es sich um unsere Gefühle, weil das ist Wasserelement, entsteht dadurch Verlustangst. Nicht nur Verlustangst bei Finanzen, sondern bei allem, auch in die Liebe, Partnerschaft. Und was für dich wichtig ist, auf die Werte achten, auf die Finanzen achten, und das in Besitz nehmen, ohne diese Verlustangst, weil Angst blockiert. Das, was du lernst, karmisch gesehen, weil deine Seele sucht einen Ausweg, sucht eine Lösung und das ist im Stier. Und Stier hat als Thematik einen Bezug zum Geld und Besitz. Und das sollst du auch genießen, nicht festhalten und zittern, dass das verloren geht, sondern das auch nützen und genießen. Und hier hast du Rahu ohne diesen Drachenkopf. Das heißt, dieser Drachenkörper kennt die Seele, die Drachenkopf kennt die Seele noch nicht. Die Seele sucht aber. Und die Seele fragt, wo ist denn dieser Kopf überhaupt? Und die Astrologie oder das Horoskop zeigt, das ist hier im Stier. Etwas im Besitz zu nehmen, das befestigen ohne Verlustangst und aber das auch genießen können. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das bedeutet die Tagesbewegung des Mondes. Dazu eine Geschichte, eine mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung, unschuldig. Rohini symbolisiert die Morgenröte. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, na gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch die Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle Geschwister, alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Natürlich ist Rohini die große Liebe des Mondes. Und diese Tagesbewegung des Mondes nennt man Mondhäuser und genau das schauen wir an. Dein Aszendent Waage befindet sich im Mondhaus Vishaka. Vishaka ist ein Feuergöttin und hütet den Tempel Feuer. Die Tempel kannst du wie dein Inneren vorstellen, wo deine Seele wohnt, einen inneren Tempel. Und dieser Feuer bedeutet Herzenswärme, Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und dieser Feuer soll immer brennen, ein Tempelfeuer. Reinigt auch, aber das brennt und das sollst du so lebendig machen und das auch ausstrahlen, das gehört zu deiner Persönlichkeit. Sonne in Zwillinge, hier,
befindet sich im Mondhaus Mruga und dieses Mondhaus wird von Orion bestrahlt. Orion ist der himmlische Jäger und als Jäger jagt nach etwas. Und deine Sonne, und das symbolisiert dein Selbst, Sonne steht aber auch mit deinem Vater in Verbindung, das ist diese Jagd, jagt nach etwas. Und hier im Ausland, im neunten Lebensbereich, die Suche. Ich würde sagen, du suchst deinen Platz im Leben. Mond ist im Stier und Mars ist auch im Stier, beides. Und dieser Mondhaus heißt Rohini, das ist die große Liebe des Mondes. Und wenn Mars hier eine Rolle spielt, dann ist das der Mann und du bist seine große Liebe. Und Mond hat einen Einfluss auf deinen Gefühlen, das sollst du auch so fühlen und das Vertrauen. Merkur ist hier in den Zwillingen und dieser Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist der hellste Stern im Himmel, wie ein Diamant läutet und das ist dein Glanz. Und Merkur zeigt das zum Lernen. Lerne das, dich selbst wie ein Diamant betrachten, einen ungeschliffenen Diamant. Und wenn du das polierst, bis in deine Einstellung, deinen Gedanken, Gefühlen, dann kommt das auch im Glanz und leuchtest wie Sirius im Himmel. Die hellste Stern überhaupt, wie ein Diamant. Jupiter befindet sich auch hier, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Artra und bedeutet lebendige Frische. Und Jupiter zeigt deine inneren Weisheit, auch deine inneren Größe. Und du brauchst immer was Neues in dein Leben, weil das hält dich lebendig. Venus im Widder hier befindet sich im Mondhaus Parani und es steht mit Urvertrauen in Verbindung. Und wenn du dieses Urvertrauen hast und so lebst die liebe Partnerschaft, dann wirst du auch Glück haben. Saturn ist in Fischen hier und dieser Mondhaus bedeutet Uttarapadra und Saturn belehrt dich. Saturn ist der große Lehrmeister. Und bedeutet dieser Mondhaus, reinigen die Gedanken, reinigen die Gefühle, vertrauen das Fluss des Lebens. Das ist deine Lernaufgabe. Ich wiederhole, reinigen die Gedanken, reinigen die Gefühle, vertrauen das Fluss des Lebens. Uranus und Pluto, beide im Löwe, befinden sich im selben Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und das beschreibt, es war früher etwas und das wiederkehrt sich in dein Leben. Entspricht auch deine Vorstellung, deine Wünsche, deine Hoffnungen und diesmal kommt das zum Vollendung. Neptun ist rückläufig hier im Waage im selben Mondhaus wie dein Aszendent. Neptun ist exakt auf dein Aszendent und das bedeutet Mondhaus Vishaka, diese Feuergöttin. Ketu hier ist auch im Vishaka. Dieser Mondhaus Vishaka ist hier im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion. Die Mondhaus ist hier auch Vishaka und das ist diese Feuergöttin. Die inneren Feuer, die Begeisterung. Und das heißt hier, begeistert zu sein, dass das Geld im Fluss kommt. Ketu ist hier und das ist die absteigende Mondknoten und zeigt die alten Karma, diese Erinnerungen. Und Rahu, dieser Drachenkopf hier im Stier, befindet sich im Mondhaus Kritika. Und das heißt übersetzt die Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Geschwister, die Töchter, die Atlas, Töchter der Atlas. Und dann gibt es noch die Hyaden,
die sind auch Geschwister, die sind auch die Töchter von Atlas. Und die Hyaden und die Plejaden bilden sich ein Tor. Und dieses Tor nennt man das goldene Tor, die Ekliptik. Und diese Geschwister, auch die Hyaden, auch die Plejaden, sie weinen. Man nennt sie auch Regengeschwister, weil sie verkünden die Regenszeit. Und genau das erzählt Frau Holle. Diese Märchen, Frau Holle, erzählt davon. Und genau das lernen wir hier in diesem Bereich. Und das ist eine karmische Aufgabe, das zu erkennen. Und das ist deine Einstellung im Leben. Bist du die Verlierer im Leben, dann bist du der Pechmarie, dann regnet Pech. Oder bist du die Gewinner im Leben, dann bist du Goldmarie, dann regnet Gold. Und das hängt mit deinen Einstellungen, weil wir gehen durch diesem Tor, diesem goldenen Tor, die Ekliptik. Jetzt die Verbindungen. Dein Aszendent, und das ist dein Auftreten, deine Persönlichkeit, dein Aussehen, ist genau gegenüber von Venus und die spiegeln etwas. Und das heißt, du sollst die Thema Liebe, Partnerschaft ernst nehmen. Aber das so leben, dass du dich nicht aufopferst und deine Persönlichkeit lebst. Du brauchst beide. Dein Selbst zu leben, deine Persönlichkeit in Ausdruck bringen und aber in die Liebe Partnerschaft oder in eine Ehe. Neptun steht in Verbindung zu deinem Aszendent. Sie bilden sich eine sogenannte Konjunktion. Und Neptun zeigt die Träume, die Visionen. Und das heißt, wenn jemand dich beobachtet, wird feststellen, dass du oft verträumt bist. Oder bist du traumhaft schön oder sehr kreativ. Das ist alles Neptun-Energie. Merkur und Pluto steht in einer sehr schönen Verbindung und das zeigt auch dein Wissen und davon sollst du auch überzeugt zu sein. Pluto ist die innere Kraft, diese Überzeugungskraft, dass wirklich mit deinem Wissen einiges, vieles erreichen kannst in dein Leben. Und jetzt zu diesem Bild und das zeigt die tibetische Astrologie. Nach außen ist Gewitter. Und es kommt immer wieder in dein Leben vor, da regnet und donnert und kommt ein großes Gewitter, das spürst du auch vorher schon, aber das hat immer eine reinigende Wirkung, weil dadurch klärt sich etwas. Du hast immer wieder Chancen und Möglichkeiten im Leben und du kannst das auch nutzen. Auch beruflich, auch finanziell, auch in die Liebe, Partnerschaft, wenn du auf deine Gefühlen achtest. Angstfrei leben kannst oder im Vertrauen bist, weil von dieser inneren Kraft entsteht etwas Neues. Und das Bild hat auch eine Bedeutung. Du bist sehr charmant, auch leidenschaftlich, liebst auch Abenteuer, du hast einen starken Wille, du kannst dich einsetzen für anderen, auch geschäftlich, aber auch für die Gerechtigkeit, besonders für die Gerechtigkeit. Manchmal bist du etwas ungeduldig. Du liebst Reisen. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung. Dein Glückszahl ist die Zahl 4 im Erdeelement. Und das ist die Sicherheit, Stabilität und Struktur, auch finanziell, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Die Zahl 7 hier im Feuerelement in die Mitte zeigt die Fokus, was für dich sehr wichtig ist im Leben, die Chancen, Möglichkeiten nicht einschlafen, auch nicht unsicher sein, sondern Kraft und Mut zeigen, das auch wagen, ein Neuanfang, das auch wahrnehmen. Die Schicksalszahl ist die Zahl 1 im Metallelement und das bedeutet,
Wenn du unsicher bist oder Entscheidungen treffen musst, dann frag nicht anderen, sondern handeln selbst, weil du kannst mit dir selbst das klären. Liebe Aniara, so könnte ich dein Geburtshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.